Der deutsche Archäologe Rüdiger Krause ist früh aufgestanden, um den Tatort zu dokumentieren. Auf einem Berg tief im Herzen Russlands suchen Menschen im Mittelpunkt einer Spirale Kraft und Heilung durch kosmische Energien. Für sie ist der Spiralberg der Nabel der Welt. Der Ausdruck stammt überraschenderweise von russischen Wissenschaftlern. Für Krause ist der Nabel der Welt nur ein Mythos. Er will mit einem deutsch-russischen Team die archäologische Geschichte dieses besonderen Ortes erkunden. Die Entdeckung einer Stadt mit spiralförmigem Grundriss war der Auslöser der Fahndung. Der deutsche Forscher sucht nach handfesten Gründen, wieso mitten in den Weiten des Ural vor 4000 Jahren hochmoderne Siedlungen entstanden, wie aus dem Nichts und genauso plötzlich wieder verschwanden. Die Profis machen sich an die Arbeit. Die Entschlüsselung einer uralten, rätselhaften Zivilisation. Aus dem Dunkel der Geschichte tauchen sie plötzlich auf. Ein geheimnisvolles Volk. Bisher wissen wir weder ihren Namen noch woher sie kamen. Und vor allem, warum sie gerade hier an der Grenze zwischen Europa und Asien ihre Städte bauten. Das soll sich nun ändern. Rüdiger Krause ist im Ural unterwegs, der Europa von den unendlichen Weiten Sibiriens trennt. Das Revier von Pelzjägern, Goldsuchern und Nomaden. Umso rätselhafter, warum hier vor 4000 Jahren palisadenbewehrte Festungen entstanden. Gennadi Zdanovic, Ausgräber der spektakulären Spiralstadt Arkaim, hat dafür eine recht fantastische Erklärung. Hier wurde vor 4000 Jahren eine zentristische Weltsicht entwickelt. Eine zentristische Denkweise. Die befestigte Stadt Arkaim symbolisierte mit ihrer Form unser Universum. Damit begründete Zdanovic die Theorie von Arkaim als Himmelsobservatorium, als Kraftzentrum, als Stonehenge Russlands, das Tausende von Esoterikern anzieht. Für Krause zu viel Interpretation und zu wenig Fakten. Deshalb fährt er nach Olgino, der benachbarten versunkenen Stadt in der Steppe. Hier will der Frankfurter Professor zusammen mit einer Expedition der Russischen Akademie der Wissenschaften herausfinden, was es mit den seltsamen Stadtgründungen auf sich hat. Projektleiterin Ludmila Kuryakova glaubt nicht an die Verbindung zum Kosmos. Nein, das ist absoluter Unsinn. Wir haben es hier aber mit einer plötzlichen und sehr schnellen kulturellen Entwicklung zu tun. Und zwar weit entfernt von den frühen Hochkulturen in Mesopotamien oder Ägypten. Hinter dem Ural in den Weiten der Steppe liegen Olgino und die Spiralstadt Arkaim. Mit einem Helikopter will Krause sich einen Überblick über das Land der Städte verschaffen. Doch der Inlandsgeheimdienst FSB verweigert unvermittelt seinen Einstieg. Flugverbot für Ausländer. Warum? Krause wird es nie erfahren. Doch der Schwabe lässt sich nicht entmutigen und vertraut seine Kamera der Geologin Ia Batanina an. Sie hatte Arkaim und die anderen mysteriösen Grundrisse auf Luftbildern entdeckt. Die dienen der Orientierung, denn das Land ist groß und leer. Für den Piloten ist der Spiralberg von Arkaim deshalb eine Landmarke. Für die Esoteriker ist er ein Mekka. Aus ganz Russland strömen sie auf seine Spitze, um kosmische Energie zu tanken. Daneben liegt die von Professor Zdanovic ausgegrabene und datierte Stadt.
Deutlich zeichnet sich noch heute der schneckenförmige Grundriss im Steppengras ab. Aus 500 Meter Höhe fallen weitere seltsame Strukturen auf. Die Spuren von über 20 versunkenen Siedlungen, die in einem Gebiet von 250 Kilometer Durchmesser liegen. Ein ganzes Reich, wenn die Orte zusammengehören. In Olgino ist die Grabung schon in vollem Gange. Auch dieser Ort wurde aus der Luft entdeckt. Die Grabung soll zeigen, hängt er mit der Spiralstadt Arkaim zusammen? Luftbildauswertung. Neben den bekannten Stellen sichtete die Geologin auch bisher unbekannte Strukturen. Auffällig, es gibt viele Abwandlungen der spiral- und kreisförmigen Stadtgrundrisse. Ein Ei. Eine Ellipse. Ein abgerundetes Rechteck, das ist Olgino. War die Siedlung aus der Luft klar zu erkennen, finden die Archäologen am Boden nur wenig Spuren, wie diese Ecksteine der Mauer. Aber wo lagen die Häuser? Ist Olgino überhaupt eine Schwestersiedlung zu Arkaim? Es könnte ja auch eine viel jüngere Anlage sein. Aus den Luftbildern ist die Zeitstellung nicht zu erkennen. Eine unscheinbare Scherbe wird für Expeditionsleiterin Ludmila Kuryakova und ihrem deutschen Partner zu einem wichtigen Beweis. Die Verzierung der Fragmente ist identisch mit Funden aus Arkaim. Jetzt ist klar, Olgino entstand zur selben Zeit, gehört zur selben Kultur. Das Vermächtnis der Steppenkrieger, das Rätsel der Spiralstadt, kann also in Olgino und Arkaim entschlüsselt werden. Über den Scherbenfund informiert Krause Professor Stanovic in Arkaim. Er will dessen Grabungsbefunde mit den eigenen von Olgino vergleichen. Von der rekonstruierten Palisadenmauer aus sieht man die Pfostenlöcher der bis zu 20 Meter langen Häuser. Auffällig ein dunkler Kreis in jedem Hausgrundriss. Ein Brunnen. Jedes Haus hatte neben der Feuerstelle eine eigene Wasserversorgung mit einem Abflusskanal. Vor 4000 Jahren. Eine Sensation in der Steppe der Nomaden. Und das ist nicht alles, berichtet Stanovic. Die gewaltige Festung bestand aus zwei Ringen mit gleich großen einstöckigen Häusern, die um den Mittelpunkt lagen. Es gab keinen Palast, wie im zeitgleichen griechischen Mykene, in Troja oder Babylon. Dafür flache Schiebedächer, um Licht hineinzulassen. Arkaim, ein Quantensprung der Zivilisation. Wer waren die Erbauer? Ich denke, das war eine Sternstunde der Menschheit. Wir spüren regelrecht, dass es zu einer kulturellen Explosion kam. Genau hier hat der Mensch seine Welt ganzheitlich erfasst und begierig diese Erkenntnis in eine Stadt umgesetzt. Und der Chefausgräber der Spiralstadt geht noch weiter. Er glaubt, dass die Anlage Sonnen- und Feuerkulten diente. Als russischer Nabel der Welt wurde Arkaim über Russland hinaus berühmt. Sogar beide Präsidenten, Putin und Medvedev, waren schon hier. Stanovic hat das Zentrum der Spiralstadt pflastern lassen. Nach russischer Sitte werfen beide Archäologen eine Münze. Das soll Glück bringen. Der Professor wünscht sich noch mehr Besucher für sein russisches Stonehenge, noch mehr Pilger zum Spiralberg. Rüdiger Krause hofft auf mehr Fakten, um herauszufinden, was hier vor 4000 Jahren wirklich geschah. Sechs Uhr morgens, zurück in Olgino. Der Küchendienst bei einer ungeliebten Aufgabe. Wecken.
In Zelten leben Studenten, Doktoren und Professoren 14 Wochen unter einfachsten Bedingungen. Zum Frühstück gibt es wie immer Kascha, gesüßten Grützbrei aus Buchweizen. Und abends zur Abwechslung Gretschka, gesalzener Grützbrei. Das gibt Kraft für unsere Detektivarbeit, meint Rüdiger Krause optimistisch. Wir haben uns hier eigentlich ein großes Thema vorgenommen. Wir wollen hier in diesem Gebiet der befestigten Siedlungen die Lebensbedingungen, die Umweltbedingungen, die Wirtschaftsgrundlagen rekonstruieren, um diese Kultur zu verstehen. Über 100 Leute sind beteiligt an dem Projekt der Akademie der Wissenschaft in Jekaterinenburg und der Goethe-Universität Frankfurt. Studenten aus beiden Ländern, wie Rudi und Maxim, helfen, das Geheimnis der Uralfestungen zu knacken. Die beiden haben sich bereits angefreundet. Das Grabungsteam ist schon nach wenigen Tagen eingespielt. Doch ihre Detektivarbeit ist mit archäologischen Methoden allein nicht zu lösen. Heinrich Thiemeier ist Bodenkundler. Er untersucht, wie wurde die Erde in Olgino genutzt? War hier immer Steppe oder auch Landwirtschaft? Gab es Nutzungsänderungen und wann? Fragen, die Ludmila Koryakova und ihre Kollegen brennend interessieren. Hau den Lukas als Reise in die Vergangenheit. Schon knapp unter der Grasnarbe stößt Thiemeier auf die Schichten von vor 4 Jahrtausenden. Ein erstes Ergebnis: Schwarzerde, fruchtbarer Boden, ideal zum Ackerbau. An einem kleinen See bohren Ökoarchäologen nach Pollenkörnern. Im feuchten Milieu erhalten sie sich über Jahrtausende. So kann man feststellen, ob der Boden damals tatsächlich bewirtschaftet wurde. Der Vergleich mit den Pflanzen von heute ergibt eine lückenlose Vegetationschronologie. Ein mühsames Geschäft. Doch die hier gewonnenen Ökodaten sind wertvolle Puzzleteile. Sie helfen, ein Bild zu bekommen, warum hier so früh und so plötzlich erste Städte entstanden, mitten in der westsibirischen Steppe. Inzwischen haben die Biologen aus Frankfurt fleißig gesammelt. Vernetztes Arbeiten ist für Krause der Schlüssel zum Erfolg. Sie sind begeistert von der Artenvielfalt, die sich hier erhalten hat. Eigentlich ein Indiz für Nomadenwirtschaft, die die natürlichen Ressourcen schont. Wie das Geländemodell mit darübergelegtem Satellitenbild zeigt. Grün eingefärbt, das Untersuchungsgebiet der Biologen im weiteren Umfeld der Grabung. Doch was sagen die Pollenproben? Wie war der Zustand vor und nach der Besiedlung? Eine weitere Bodenprobe auf der Grabung, also innerhalb der Siedlung. Finden Sie Gräserpollen oder Reste von Nutzpflanzen? Die Proben werden mit einem vierteiligen Sieb geschlemmt. Dabei wird das Geflecht immer feinmaschiger, sodass auch die kleinste Spur gesichert wird. Mit Erfolg, wie Rüdiger Krause berichtet. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass wir hier ein Pollenprofil haben, das bis 6000 vor Christus zurückgeht, also die letzten 8000 Jahre umfasst, und eine sehr gute Pollenerhaltung haben und den Wandel der Kräutersteppe zur bewirtschafteten Steppe, zur Kulturstäbe beinhaltet. Und das heißt, das ist ein erster Hinweis, dass tatsächlich der Mensch zu einem bestimmten Zeitpunkt massiv in diesen Lebensraum eingegriffen hat. Und dieser bestimmte Zeitpunkt kann auf 2000 vor Christus datiert werden, als die Festungen gebaut wurden. Knochenfunde. Endlich gibt's auch auf der Grabung ein Erfolgserlebnis. Tierknochen. Wildtiere,
oder ein Beweis für Viehzucht? Die Funde stecken nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Ein Hinweis, dass die Siedlungen nicht sehr lange existierten und, ein Glücksfall für die Archäologen, nie wieder überbaut wurden. Sonst hätte sich weit mehr Zivilisationsschutt über den Knochen abgelagert. Ein Beweisstück wird auf die Reise geschickt, um das Tier zu bestimmen, das hier vor 4 Jahrtausenden weiterte. Aus dem südöstlichen Ural, dem Land der Städte, geht es nach Jekaterinenburg, Sitz einer Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften. Jekaterinenburg, russischer Schicksalsort. Die Zarenfamilie Romanow, Nikolaus II., seine Frau, seine 4 Töchter und der Zarewitsch wurden hier am 17. Juli 1918 von Bolschewiki erschossen. Über den Verbleib der Leichen wurde lange gerätselt, ebenso über das Schicksal der Zarentochter Anastasia. 1991 wurden die Überreste geborgen. Ludmila Kuryakova, die Chefarchäologin von Olgino, war bei der Ausgrabung dabei. Die Knochen stammen von allen Familienmitgliedern, vom Zarewitsch und auch von Anastasia. Damit konnte die Akte Romanow endgültig geschlossen werden. In diesem Labor wurden die sterblichen Überreste der Romanows untersucht und eindeutig identifiziert. Heute ist der Tierknochen aus Olgino auf dem Prüfstand. Nach einer gründlichen Reinigung bestimmt die Spezialistin das Stück anhand einer Vergleichssammlung mit tausenden Tierknochen aus dem Ural. Bären und Wölfe scheiden schnell aus. Mit geschultem Blick identifiziert sie das Beweisstück aus Olgino. Der Knochen gehört zu einem Rind. Das ist ihr schnell klar. Der Abgleich mit einer größeren Datenbank verfeinert die Analyse. Die Grabung zeigt, ein wertvoller Zuchtbulle weidete innerhalb der Mauern von Olgino. Die Bewohner betrieben also Viehzucht und Ackerbau. Die Ernährung war gesichert. Das ist die Voraussetzung, aber immer noch nicht der Grund für die Anlage von befestigten Städten. Geophysiker Arno Patzelt soll klären, was sie zu verteidigen hatten, warum sie Palisaden und Stadtmauern bauten und sich einigelten, mitten in der Steppe. Mit seinem tragbaren Geomagnetometer misst er Anomalien des Erdmagnetfeldes und erkennt so im Boden verborgene Strukturen. Mauern, Gräben, Straßen. Schon nach kurzer Rechenzeit wird der Stadtplan von Olgino erkennbar. Krause und Kuryakova sind gespannt. Denn die Fläche, die Patzelt in wenigen Tagen vermessen hat, könnten sie in Jahren nicht ausgraben. Ganz deutlich zu erkennen, ein Festungsring, wie in Arkaim. Auch das Gelände innerhalb der Mauern hat der Physiker untersucht und standardisierte, gleich große Häuser entdeckt. Wie in Arkaim gibt es in Olgino keinen Palast, keinen Herrschersitz. Und es gibt diese runden Verfärbungen. Brunnen. In jedem Haus, direkt neben der Feuerstelle. Und Abflusskanäle, eine ungewöhnlich hochentwickelte Wasserversorgung. Aufgrund des geomagnetischen Stadtplans und ihren bisherigen Grabungsbefunden lassen die Archäologen Olgino auferstehen. Ein Teil des befestigten Areals war unbebaut. Was machten die Einwohner dort? Darauf haben die Forscher noch keine Antwort. Doch klar ist, die Festung verfügte über Wall und Graben. 2 Tore und 26 etwa 20 Meter lange Häuser, die einer Kriegerelite von 200 Menschen Platz boten. Ein wunderliches Gefährt wird klargemacht.
Die selbstgebaute Geheimwaffe der Archäologen. Vermessungsspezialist Martin Scheich soll sich tollkühn dieser fliegenden Kiste anvertrauen. Er ist noch etwas skeptisch. Doch dann gibt es kein Zurück mehr. Michael, ein ehemaliger MiG-Pilot der sowjetischen Luftwaffe, hat sich mit dem selbstgebastelten Ultraleichtflugzeug einen Traum verwirklicht. Immer und fast überall fliegen zu können. Die Forscher wollen das Umfeld der Festung Olgino aus der Luft erkunden. Der Aufklärungsflug ist wichtig für Scheichs Vermessungsarbeit. Über die Grabung und dann immer höher. Martin Scheich soll auffällige Bodenstrukturen fotografieren. Verrät die Umgebung von Olgino etwas über den Zweck der Anlage? Rudi wäre gerne mitgeflogen, trotz des Schaukelns. Gut zu sehen die zwei Grabungsflächen. Nicht weit davon seltsame Mulden, von Menschenhand geschaffen. Die wird Scheich sich genauer ansehen müssen. Dann zwei Kreise, Kurgane, die Gräber der Bewohner von Olgino. Bei einer Grabung außerhalb der Stadtmauer stießen die Forscher auf prachtvolle Bestattungen wie diese. Geopferte Pferde, Schafe und wertvolle Beigaben, die auf einen hohen Rang des Verstorbenen deuten. Der lag in einer Grabkammer darunter, mit seinen Waffen und Speisen für die Reise ins Jenseits. In der untersten Kammer ein Streitwagen, einzigartig zu der Zeit. Die Herren dieser Siedlungen oder die Eliten waren sicherlich die Krieger in den Kurganen, die dort zusammen mit ihren zweirädrigen Streitwagen, mit ihren Pferden und mit ihren Rangabzeichen aus Metall bestattet wurden. Die Streitwagen sind eine Sensation. Ein gutes halbes Jahrtausend, bevor sie im alten Ägypten aufkommen, jagen sie durch die Steppe Sibiriens. Eine weitere Weltneuheit aus dem Land der Städte. Die scheibenförmige Knebeltrense. Mit diesem Zaumzeug lassen sich die Pferde leicht lenken. Eine Erfindung, die sich vom Ural, von Olgino und Arkaim aus, in die bekannten Weltgegenden der bronzezeitlichen Hochkultur verbreitete, nach Vorderasien und Griechenland bis nach Mykene. Eine Wissensexplosion, die aus dem Nichts kam. Der Fund von Trense und Streitwagen bringt Krause auf eine Idee, die Spurensuche auf das weitere Umfeld auszudehnen. Denn die Bewohner der Festungsstädte waren ja offensichtlich hochmobil. Im Uralgebirge. Die natürliche Grenze, die zusammen mit dem Uralfluss Eurasien in zwei ungleich große Kontinente teilt. Eine ganz besondere Schlucht, künstlich in den Berg gehauen. Krause ist an einem Hotspot, einer der geologisch spannendsten Stellen der Erde. Das Gestein birgt hier hunderte verschiedene Materialien auf engstem Raum. Im Ural suchte der Mensch immer nach dem Wertvollsten. Gold, Diamanten, Edelsteine. Und fand es auch. Wussten schon die ersten Städtebauer von Arkaim und Olgino um diesen Reichtum, der in dem 2000 Kilometer langen Gebirge verborgen ist? Könnte darin des Rätsels Lösung für den Festungsbau stecken? Der geologische Hotspot lässt Krause nicht mehr los. Der Geologe Anatoli Juminow hat sonderbare Krater entdeckt. Die will er den deutschen Archäologen unbedingt zeigen. Nur, wo war das?
Wege gibt es in dieser Wildnis nicht. Die Lagebesprechung bringt die Forscher auch nicht weiter. Wenn wenigstens die Richtung klar wäre. Intuition ist gefragt. Oder einfach Glück. Tatsächlich waren sie nur wenige Kilometer von der gesuchten Stelle entfernt. Der Fahrer konnte sich erinnern. Und da ist er, ein Krater, mitten im Nichts, künstlich abgebaut. Gesteinsproben sind schnell gefunden. Es schimmert grün, Kupferoxid. Für den Geologen Juminow ein eindeutiger Hinweis auf Kupfererz. Die übertägige Abbauweise in diesem Krater ist typisch für die Bronzezeit, also die Zeit der Stadtgründungen. Der Weg hat sich gelohnt. Kupfer, das ist der Stoff der Bronzezeit. Und der Erzreichtum hier in diesem gewellten Vorland des Urals ist sicherlich ein Grund dafür, dass wir hier diese befestigten Siedlungen in einer solchen ungewöhnlichen Konzentration vorfinden. Kupfer. Ein weiteres Indiz für die Errichtung von Städten. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. In Olgino sind innerhalb der Siedlung Schlacken und Kupfergegenstände geborgen worden. Die Funde beprobt Rüdiger Krause in seinem Laborcontainer vor Ort. Er bohrt winzige Materialproben aus den Stücken. Die Kupferspäne werden mit dem Erz aus dem Krater verglichen. Das Ergebnis? Der geochemische Fingerabdruck ist identisch. Die Kupferbergwerke wurden also von den Steppenkriegern betrieben. Das belegen die Proben eindeutig. Neben Ackerbau und Viehzucht beherrschten sie auch den Erzabbau. Und die Verarbeitung. Ihre prachtvollen Waffen, Sicheln, Beile, Pfeil- und Lanzenspitzen, Streitäxte haben sie in den befestigten Siedlungen produziert. Das also ist das Geheimnis der unbebauten Flächen. Hier arbeiteten die Handwerker innerhalb der befestigten Stadtmauer. Das wertvolle Handelsgut machte die Steppenkrieger anscheinend sehr reich. Die Tiefen des Uralgebirges könnten der Schlüssel sein, um ihr Rätsel weiter zu lösen. Ein russischer Höhlenforscher hat Rüdiger Krause nach Ignatjewka gerufen. Er wolle ihm etwas Außergewöhnliches zeigen, sagte er geheimnisvoll. Die Höhle ist eigentlich ein Lebensraum der Steinzeit, die vor der Bronzezeit war, meint Krause skeptisch. Doch der Blick über den Tellerrand hat noch keinem geschadet und so begibt er sich in die Unterwelt. Er ahnt noch nicht, was ihn erwartet. Verblasst an einer glatten Stelle im Fels eine Schlange, seit Menschengedenken ein mystisches Wesen. Doch der Höhlenforscher will noch mehr zeigen. Steinzeitkünstler haben die wichtigsten Tiere der Streitwagenfahrer gezeichnet. Pferde. Und dann Rinder. Die Viehzüchter von Olgino wären begeistert gewesen. Es wird immer enger, doch die Mühe lohnt. Ein Spiralmann, ein Zauberer, ein Schamane. Auf jeden Fall eine Parallele zur Spiralstadt Arkaim. Wurde in der Steinzeit schon der Mythos geboren? Liegen die Wurzeln des Spiralkults in grauer Vorzeit? In Olgino ist man von Magie immer noch weit entfernt und freut sich vielmehr über handfeste archäologische Funde. Ein Pferdeskelett wird freigelegt. Dem sorgsamen Beobachter fällt sofort das Loch in der Stirn des Tierschädels auf. Für Ludmila Koryakova
Ein typisches Zeichen für eine rituelle Opferung. Es gab also einen Kult der Steppenreiter. Und auch heute steht erst einmal ein Feiertag bevor. Rudi und Maxim feiern ihre gefühlte tausendste Fuhre mit der Nasliki, der russischen Schubkarre. Und die Erkenntnis, dass archäologische Entdeckungen mit jeder Menge Schweiß erkauft werden. Sonntagsausflug. Die einzige Abwechslung im Archäologenalltag mit Grützbrei und Zeltlager. Die beiden Studenten haben sich ein besonderes Ziel ausgesucht. Paris. Ein Ort in der Nähe trägt den verheißungsvollen Namen. Das also ist Paris. Moderne Cafés, hübsche Mädchen, die Champs-Élysées. Typisch sowjetischer Etikettenschwindel, erklärt Maxim seinem deutschen Freund. Doch dann staunen sie nicht schlecht. Der Eiffelturm. Ein Relikt aus Zeiten des Eisernen Vorhangs, als Auslandsreisen für die meisten Sowjetbürger tabu waren. Potemkin lässt grüßen. Das ist doch ein Erinnerungsfoto wert. So kann ein Sonntagsausflug im Ural auch aussehen. Rüdiger Krause und der Geologe Anatoli Juminow auf Bootstour zur Vera-Insel, ein mythologischer Rückzugsort. Eremiten, vom Zaren verfolgte Altgläubige und eine unglücklich verliebte Prinzessin sollen hier die Einsamkeit gesucht haben. Heute sucht das Team des Archäologen Stanislav Grigoriev die ältesten menschlichen Spuren auf der Vera-Insel. Und das ist auch für die Jäger der Spiralstädte äußerst spannend. Grigoriev erklärt, dass die Insel übersät ist mit steinzeitlichen Gräbern der Megalithkultur und dass doch der Steinkreis von Stonehenge zur selben Zeit entstanden sei. Auf der anderen Seite des kleinen Eilands hat er den Steinbruch der Erbauer entdeckt und ganz seltsame Formationen. Abschlagkanten mit gleichförmigen Zapfen. Diese können nur mit Bronzemeißeln behauen worden sein. Waren die Spiralstadtbewohner auch auf der Insel der Eremiten? Die Antwort findet Krause einige Schritte weiter. Der Eingang zu einer Kammer. Die Bauweise ist eindeutig bronzezeitlich. Die Grabinsel der Steinzeit wurde also von den Steppenkriegern weiter benutzt. Sehr wahrscheinlich als Kultplatz, als magischer Ort. Denn Siedlungsspuren wurden keine gefunden. Spricht auch das für die magische Theorie vom Nabel der Welt in Arkaim, der Spiralstadt, dem Kraftzentrum? Bei Spiralkeksen und Tee wird darüber heftig diskutiert. Russland ist auf der Suche nach einer historischen Identität abseits von Kommunismus und Zarenherrschaft. Da kommt die sagenhafte Spiralstadt wie gerufen, meint Grigoriev. Geschichte wurde immer schon instrumentalisiert, auch wenn sie 4000 Jahre zurückliegt. Und diese Geschichte wird wissenschaftlich weiter enträtselt. Hightech in Olgino. Vermessungsspezialist Scheich hat seinen Laserscanner auf einen Mini-LKW montiert. Mit Fahrer und Spezialbewachung. Ein unschlagbares Team. Der Laserscanner vermisst das Bodenrelief im Umfeld der Stadtmauer. Zentimetergenau. Damit werden Strukturen geortet, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind. Mit seiner mobilen Konstruktion kann Martin Scheich in kurzer Zeit ein großes Areal erfassen. Auch den Bereich der Mulden, der ihm schon beim Flug aufgefallen ist. Scharik beobachtet alles ganz genau. Igor ist fasziniert von der deutschen Technik. Und Martin Scheich froh über seinen geduldigen Geländefahrer. Die Live-Bilder des Scanners. Im Computer werden sie später noch verfeinert und Millionen von Daten ausgewertet.
Wachhund Scharik meldet seinem Herrchen aufgeregt die Ankunft einer großen Pferdeherde. Ein archaisches Bild. So muss es ausgesehen haben, als die Streitwagenfahrer neues Zuchtmaterial aus den Weiten der Steppe rekrutierten. Der unerwartete Besuch trägt jede Menge Staub auf die Grabung. Aber auch den Hinweis auf Nomaden, die im Umfeld von Olgino gelebt haben könnten, zur Versorgung der Krieger in der Burg. Das Bild rundet sich immer mehr ab. Es fehlt nur noch der letzte Grund für die starken Befestigungen. Doch für heute ist erstmal Schluss. Das Badezimmer der Archäologen. Da lässt sich auch der Herr Professor verleiten. Die kleinen Freuden einer wissenschaftlichen Expedition im Niemandsland. Herrlich, das ist das Richtige nach einem heißen Steppentag. Wenn verstaubt und schmutzig zurück ins Camp kommt. Die Socken zum Trocknen auf der Leine, frisch gewaschen und rasiert, besprechen Scheich und Krause die Lasermessungen der seltsamen Mulden. Es zeigt sich, dass sie fast bis an die Befestigung von Olgino heranreichen. Die Luftbilder aus dem Ultralight haben sie auf eine heiße Spur gebracht. Ortstermin. Manche Kuhlen sind tiefe künstliche Gruben. Gemeinsam mit seinem Assistenten Jochen Fornasier erkundet der Archäologe das gesamte verdächtige Areal. Wie ein Schweizer Käse ist das Gebiet durchlöchert. Das ist nicht natürlich entstanden. Hier haben Menschen gegraben. Und zwar viele. Eine lange Zeit. Das wird den beiden immer klarer. Sie suchen eine vielversprechende Stelle, um herauszufinden, wie und warum die Gruben entstanden sind. Diese hier ist gut. Senkrecht geht es in den Abgrund. Jetzt kommt die Bergsteigerausrüstung zum Einsatz. Obwohl, der Frankfurter Professor ist kein Bergsteiger. Egal, als Archäologe muss man alles wagen, spricht sich Rüdiger Krause selbst Mut zu und riskiert den Abstieg ins Ungewisse. Okay. Geschafft. Okay. Gut, unten. Rüdiger, wie sieht es da unten aus? Kannst du irgendwas erkennen? Ja, hier unten ist starker Versturz, aber man sieht schon sehr schön hier die Erz, die Quarzgänge eingelagert, hier mit Erz. Und das war offenbar das Material, das man hier gesucht hat. Was für ein Material ist das? Ja. Wer hat den Schacht angelegt? Das sind ganz schöne Bearbeitungsspuren. Was war so wertvoll, dass diesen Aufwand lohnte? Hast du ihn? Wissenschaftliche Systematik soll diese Fragen Zug um Zug beantworten. Krause erkennt Abbauspuren im Schacht. Hier sind ganz offensichtlich gut ausgebildete Bergleute am Werk gewesen. Und die Abbautechnik spricht für ein sehr frühes Bergwerk. Die Gesteinsprobe offenbart das Erstaunlichste. Golderz. Der Stoff, aus dem die Träume sind. Gold ist sicherlich der edelste Werkstoff in der Bronzezeit. Seine goldene Farbe erinnert an die Sonne. Dahinter verbirgt sich sicherlich auch eine Mythologie in der Bronzezeit. Wir finden Artefakte aus Gold, vor allem im Bereich der Prestigeobjekte. Gold spielt eine besondere Rolle in der Vorstellungswelt der Bronzezeit. Davon dürfen wir sicherlich ausgehen. Gold im Land der Städte. Grund genug, sich mit wehrhaften Mauern zu schützen. Das unvergängliche, strahlende Edelmetall war extrem selten und entsprechend wertvoll. Pures Gold. In einem Kurgan der Uralkrieger wurden die Stücke gefunden. Spiralen und Kreise auch hier. Das Vermächtnis der Steppenkrieger beginnt aufzuleuchten. Gold war anscheinend die Initialzündung für die Gründung ihrer Städte. Auf der freien Fläche von Olgino standen wahrscheinlich die Schmelzöfen, um dem Erz, Kupfer und Gold
die begehrten Metalle abzuringen. Der Grabungsbeweis steht noch aus, doch es spricht vieles dafür. So viel haben sie herausgefunden. Es waren ganz besondere Orte, die vor 4000 Jahren hier entstanden. Und Menschen, deren Wissen einen Siegeszug über die damals bekannte Welt antrat. Aber kosmische Kräfte spielten dabei wohl keine Rolle, meint Ludmila Koryakova. Die Erforschung dieser Kultur und unsere Ausgrabungen sind deshalb so wichtig, weil wir hier einen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte fassen können. Der Mensch hat seine Chancen, die ihm die Umwelt bot, erkannt und konsequent genutzt. Wenn wir diesen Mechanismus jetzt verstehen, können wir mehr über die Entwicklung von Zivilisationen in einem großen Raum sagen. Und das Rätsel der Spiralstadt lösen. Die Steppenkrieger nutzten perfekt die Standortfaktoren, die hier vor 4000 Jahren zusammenkamen. Fruchtbare Ackerböden und Weideflächen, Pferde und Streitwagen und nicht zuletzt Kupfer und Gold, das sie in ihren Festungen bearbeiteten. Rudi und Maxim haben dabei geholfen, das herauszufinden. Zum Abschluss ein Ritual, ohne das keine russische Grabung beendet werden kann. Die Archäologentaufe. Rudi ist einer der Täuflinge. Jeder Neuling muss das ertragen. Das schult das Gemeinschaftsgefühl, schmunzelt Krause, der stolz ist auf die Zusammenarbeit über Fakultäts-, Länder- und Sprachgrenzen hinweg. Der Trank der Erkenntnis. Vergorene Stutenmilch, Chili-Pulver und ein Schuss Wodka sollen in dem Geheimrezept stecken. Mit Überwindung und Zähigkeit haben sie die Erfolgsfaktoren der rätselhaften Städte entschlüsselt. Eine uralte Zivilisation in den Weiten Russlands entdeckt. Bestanden. A wie Archäologe. Und Nachwuchs wird bei der weiteren Erforschung der Spiralstädte dringend gebraucht. Ein Zentrum von Erkenntnis und Wissenschaft wird das Land der Städte bleiben, wie vor Tausenden von Jahren. Sie sich vor. Dieses Gift ist bereits in Ihrem ganzen Körper, selbst wenn es ein Gegenmittel geben würde. Sie haben nur noch 24 Stunden. Gestern platzt du in mein Leben rein und heute habe ich keins mehr. DOA. Sonntagabend. ZDF Neo. Pionierzeit des Films, Pionierzeit der Archäologie. Vor 80 Jahren schon entstand in Buchau der erste Film über eine archäologische Grabung. Ein Außenseiter hatte die Archäologie bekannt gemacht, Heinrich Schliemann. Mecklenburger Kaufmannsgehilfe, Selfmade Man, Millionär und PR-Genie. Für sich selbst, aber auch für eine neue Wissenschaft. Die Entzifferung von Botschaften aus einer anderen, früheren Welt. 150 Jahre nach Schliemann versuchen Archäologenteams, den Nachrichtencode vergangener Zeiten zu knacken. Rund um die Welt.
Rom, die ewige Stadt. Eines ihrer zahllosen Gotteshäuser hütet eine Reliquie, einen menschlichen Arm. Das Wunder, er verwest nicht, seit 450 Jahren. In den Archiven der Jesuiten lagern alte Schriften über die Heilige Hand. Enthüllen sie einen Kirchenfrevel, ein Sakrileg? Die Spur führt an die Westküste Indiens. Goa, einst reichste Kolonie Portugals. Missionare sollten die fremden Heiden bekehren. Ein junger Wissenschaftler folgt den Spuren der Reliquie und eines sagenumwobenen schwarzen Schreins. Ein Kirchenkrimi.